Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Und was ihr da im Hintergrund seht, ist Assassin's Creed Valhalla. Das konnte ich anspielen. Es gab ein Anspiel-Event von Ubisoft vor ungefähr einer Woche. Aber ich war im Urlaub. Also ich hätte es anspielen können. Ich konnte selber nicht teilnehmen, aber ich durfte eine Vertretung schicken. Und deshalb begrüße ich jetzt hier im Gespräch den guten Bastian. Sei gegrüßt. Hallo. Ja, schön, dass du mich dort vertreten hast. Ich sag mal kurz was, warum ich dich gefragt habe, das zu tun. Wir kennen uns schon länger. Du bist Teil von Steinballens Lager. Das ist die Community, die mich per Crowdfunding unterstützt, über Steady oder Patreon. Und du bist, glaube ich, von Anfang an mit dabei. Und wir hatten uns irgendwann mal unterhalten und da hast du dich als Assassin's Creed, ja, Fan, kann man, glaube ich, schon sagen, geoutet. Stimmt das? Ja, richtig. Ich habe eigentlich jeden Teil seit dem ersten gespielt. Mal mehr, mal weniger, aber habe schon relativ viel bei der Reihe mitgenommen. Okay, du kennst also wirklich alle Assassin's Creed-Teile. Dann kann ich dich auch fragen, damit die Zuschauer das vielleicht auch ein bisschen einordnen können, das, was wir jetzt hier gleich besprechen werden. Was sind denn deine Lieblingsteile oder welche gefallen dir am besten? Also ich muss sagen, mein Lieblingsteil ist eigentlich Black Flag, der Teil mit den Piraten. Den fand ich von den Charakteren und auch von der Welt her sehr gut, wobei mir auch die beiden letzten Teile sehr gut gefallen, die auch wieder ein sehr schönes Worldbuilding haben und ein bisschen andere Spielweise. Dann oute ich mich auch mal. Ich habe gespielt Teil 1, Teil 2, Brotherhood und Origins. Das ist sozusagen meine Erfahrung. Von den anderen habe ich immer noch ein bisschen was gesehen über Let's Plays und Videos. Okay, jetzt aber zum Thema. Wir reden über Valhalla, das kommende Assassin's Creed, das in einem Wikinger-Setting spielt. Und du konntest 3 Stunden spielen und davon gibt es Videomaterial. Ihr seht auch schon im Hintergrund was laufen, das einfach jetzt zusammengeschnitten ist. Ich selbst habe auch alle 3 Stunden gesehen. Insofern sind wir ungefähr auf einem Kenntnislevel, außer dass Bastian natürlich die Spielerfahrung selbst hat. Vielleicht zu Beginn was zum Setting, zu dem Rahmen. Was konntest du eigentlich dort spielen? Im Grunde genommen war das grob in 2 Teile unterteilt. Zuerst hatte man einen Storyteil, wo man eben einen Ausschnitt aus der Storyhandlung gespielt hat, mit erst einer kleinen Quest, mit einem Überfall, ein paar Gesprächen und dann später einen Überfall auf einer größeren Burg. Nachdem dieser Teil dann abgeschlossen war, konnte man sich in der Open World in einem Teil der Karte frei bewegen, in Ostanglia. War der Teil, der freigeschaltet war, und dort war man eigentlich auch frei, alles zu tun und zu lassen, was man wollte. Genau, und die Handlung selbst ist aber nicht der Start der Geschichte, sondern offenbar irgendwie ziemlich mittendrin. Ne? Ich würde so vielleicht schätzen, so etwa bei 30% oder so vom Gefühl her. Oder wie schätzt du das ein? Das konnte mir der Vorführer leider auch nicht beantworten, welcher Teil oder wann das in der Story genau vorkommt. Da allerdings mehrere Charaktere offensichtlich schon eingeführt haben, würde ich auch sagen, dass es sich eher so im Mittelteil der Story irgendwo bewegt. Dann sprechen wir vielleicht gleich mal zu Beginn über diese erste größere Hauptquest, die man dort spielen konnte. Mit deinem Wissen aus den vorherigen Teilen, wie würdest du ja die Art, wie diese Quest erzählt wurde, wie würdest du das einschätzen? Ist das im Prinzip so ähnlich wie bei Odyssey oder sind sie da irgendwie einen neuen Weg gegangen? Also ich bin der Meinung, es ist durchaus ähnlich wie bei Odyssey. Es war etwas, ich sag mal, cineastischer aufgebaut, das mehr kinohafter und geführter als manche Teile in Odyssey, dass man auch nicht sich frei durch die Welt bewegt hat, sondern zum Teil auch an bestimmte Stellen hingesetzt wurde und dann einen recht vorgezeichneten Weg hatte, den man abgegangen ist, was das Ganze recht dicht gemacht hat. Von der reinen Erzählstruktur, aber eigentlich durchaus ähnlich wie bei Odyssey. Also das ist cineastischer, war den Eindruck hatte ich in der Tat auch, dass das wirkte schon sehr eindrucksvoll. Vor allem erinnere ich mich jetzt an diese Fahrt auf diese Burg, diese beginnende Belagerung und so weiter. Also das war so ein bisschen fast wie der Vorspann von Vikings, diese Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das ähnelte dem sehr stark. Und wie hast du empfunden, jetzt mal abgesehen von der Inszenierung, das Storytelling, die Dialoge, die Charaktere? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Fandest du die irgendwie gut erzählt, interessant? Man kannte sie natürlich jetzt noch nicht, also man kennt die Vorgeschichte nicht. Vielleicht auch ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also die Charaktere sind noch etwas schwierig zu beurteilen, wobei die Charaktere an sich eigentlich auch schon erkennbare, zumindest Stärken und Schwächen hatten.
Und ich fand es auch ganz schön, dass sie kein Schwarz-Weiß-Zeichnen bei den verschiedenen Völkern gemacht haben, dass also nicht die guten Wikinger und den bösen Sachsen gab oder so ähnlich, weil man sowohl einen guten Wikinger gespielt hat, als auch als Gegner einen bösen Wikinger hatte, mehr oder weniger, der dann wiederum einen Sachsen gefangen genommen hatte. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Man hatte so ein bisschen aus dem also aus dem ersten Trailer, da hatte man so ein bisschen den Eindruck, als würde da so ein bisschen schwarz-weiß gezeichnet werden. Das fand ich auch positiv, dass offenbar das deutlich differenzierter da gehandhabt wird in der Geschichte selbst. Wie ging es dir mit der Hauptfigur? Ich glaube, man kann ja frei wählen. Ivor heißt er, glaube ich, oder sie. Man kann Richtig, ja. zwischen Mann und Frau frei wählen und sie heißen dann aber identisch. Du hattest, glaube ich, für die Hauptquest den Mann gewählt. Was hattest du da für einen Eindruck von der Hauptfigur? Die Hauptfigur wirkte eigentlich sehr sympathisch. Man muss sagen, auch hier waren eindeutig Vikings-Anleihen zu sehen. Also da haben sich dann durchaus bedient. Wie gut der Charakter ist, war jetzt noch schwierig einzuschätzen, weil jetzt auch nicht so die große Dialogmenge in der Quest drin war. Aber grundsätzlich wirkte er eigentlich sehr sympathisch. Ich hatte den Eindruck, irgendwie fand gerade die anderen Charaktere, mit denen man zusammen da unterwegs war, dieser Kumpel oder Best Friend hier, dieser Finna und auch dieser ostenglische Königsanwärter dort, Oswald, die fand ich irgendwie ganz interessant gezeichnet. Aber die Hauptfigur fand ich erstaunlich blass. Also der war einfach, ja, er war so ein netter Typ, aber dadurch auch irgendwie profillos. So kam es mir so ein bisschen vor. Das war zumindest in dieser Quest keine starke Zeichnung in der Hauptfigur drin. Da haben andere Charaktere mehr Wandlung durchgemacht. Da hat man den besten Freund mehr oder weniger, der anscheinend das hin und her gerissen ist zwischen diesem Wikingerleben und dem sächsischen Leben, als auch den sächsischen Herrscher, der anscheinend so ein bisschen als Feigling dargestellt wird und das versucht zu überwinden. So einen Konflikt hatte man jetzt bei der Hauptfigur nicht. Da ist halt noch die Frage, ob sowas vielleicht davor oder danach noch kommt, ob dann noch etwas mehr Charakterzeichnung reinkommt, weil viel Charaktertiefe war zumindest noch nicht zu sehen bei ihm. Okay, du hast gesagt, man konnte sozusagen nach dieser Hauptquest, die sehr eng geführt war, und das finde ich auch relativ ungewöhnlich für Assassin's Creed, erinnert fast so ein bisschen an so Red Dead Redemption Hauptquests. Danach konntet ihr die Open World erkunden. So, es gibt ja diese berühmte Ubisoft-Formel. Haben wir die wieder hier? Also haben wir wieder eine Menge Fragezeichen auf der Open World und man arbeitet sich dann so ab. Wie war dein Eindruck? Die Ubisoft-Formel ist eindeutig wieder da. Man hat jetzt die Fragezeichen durch etwas leuchtende Punkte ersetzt, aber im Grunde genommen ist der Unterschied nicht so groß. Also auch hier hat man wieder die klassischen Türme, die man besteigen kann, um eben die Umgebung besser zu erkunden. Man hat in seinem Radar wiederum die interessanten Punkte, die man anlaufen kann. Also das ist sehr ähnlich zu eigentlich ja fast jedem Ubisoft-Titel der letzten Jahre. Paar Sachen habe ich bei dir gesehen, aber die waren zumindest, was ich gesehen habe, relativ abwechslungsreich. Jetzt kenne ich zum Beispiel Odyssey nicht, weiß nicht, ob sie da quasi irgendwas recycelt haben, was dir im Prinzip schon bekannt war, von den Nebentätigkeiten, so nenne ich sie mal. Erzähl mal über ein paar Sachen, die du dort gemacht hast. Also es gab übrigens ein paar neue Nebentätigkeiten, wie jetzt zum Beispiel, es gab ein Minispielchen, in dem man so Steine schlichten konnte übereinander, um so Steintürmchen zu bauen. Das war neu. Es gab auch Rückkehrer aus älteren Teilen. Zum Beispiel konnte man da ein Geschichtenblatt über Dächer verfolgen. Sowas kannte man auch aus Black Flag zum Beispiel. Ist mir das letzte Mal aufgefallen. Auch gab es so Random World Encounter, wo man so kleine Mini-Quests gemacht hat, dass man für ein Mädchen ein Pferd über den Fluss führen musste zum Beispiel. Das fand ich Das im war Übrigen eine sehr, sehr witzige ja, kann man sie Nebenquests nennen? Ich weiß es nicht. Aber das fand ich sehr, sehr witzig, weil sie sich dort bezeichnet hatte, wie nannte sie sich, Pferderuferin. als Pferderuferin, die immer wenn sie pfeift, taucht das Pferd auf. Das ist schon sehr selbstironisch, was diese Art von Spielen betrifft. Und das hatte dann, glaube ich, auch noch ein hübschen kleine Pointe, diese Mini-Quest. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja, die fand ich auch sehr schön, vor allem dann, wenn man ihr dann das Pferd bringt und sie wegreitet, man im Hintergrund doch jemand schreien hört und dann eigentlich mitbekommt, dass sie das Pferd eigentlich gestohlen hat und das gar nicht ihr Pferd war. Genau, diese kleineren Treffen, die man hat mit Charakteren in der Welt, die werden, glaube ich, symbolisiert durch so eine Gesprächsblase. Das sind ja, sind das so eine Art Nebenquest oder wie würdest du es einschätzen? Also wenn ich es jetzt vergleiche mit früheren Spielen wie Odyssey, sind das deutlich kleiner wie die klassischen Nebenquests, die man dort hatte. Auch weil man in den klassischen Nebenquests eigentlich auch wirklich Gespräche hatte, wo man eben mit anderen Charakteren führen konnte und sich da so auch kleine Geschichten daraus entsponnen haben. Das hat in dem Sinne noch komplett gefehlt. Da war auch unklar, ob das noch jetzt bloß rausgeschnitten wurde für die Demo oder ob da
das einfach auch in diesem Teil der Welt fehlt, weil das alles immer sehr kurz war und eigentlich sehr unstrukturiert, weil die meisten sonstigen Quests war immer, sprich jemanden an, erfüllt eine Aufgabe, kommt zurück und hast dann kleine Handlungen außenrum. Das ist so nicht passiert. Es gab nur diese wirklich kleinen Minigeschichten. Ja, wir haben sozusagen die Hauptquests gewissermaßen gesehen. Wir haben so ein paar Open-World-Geschichten gesehen. Da waren Sachen, die du beschrieben hattest, dabei. Dann trifft man natürlich immer wieder auf so Geschichten wie Türme oder Ruinen, wo dann irgendwie so ein Lager ist und was man dann plündern kann. Ich sag mal, das ist so üblicher Kram, wo ein bisschen auch Geschichten erzählt werden über Briefe, die man findet. Was aber auch, und das gab es aber auch schon in anderen Teilen, was ich da gesehen habe, es gab auch so, ich sag mal, besonders starke Bossgegner, jetzt jenseits der Hauptquests, mit denen man kämpfen konnte. Ich erinnere mich da an so eine, ja, Sumpfhexe irgendwie, an der du ganz schön zu knabbern hattest. Ich glaube, die hatte dich erledigt, aber auch weil du keine Heilung dann mehr hattest. Der Kampf sah allerdings ganz cool aus. Vielleicht kommen wir mal zum nächsten Komplex, zum Thema Kampf. Wie war dein Eindruck? Das Kampfsystem spielt ja immer eine große Rolle eigentlich bei Assassin's Creed. Wie fühlte sich das an? Also das Kampfsystem war eigentlich sehr ähnlich zu Odyssey. Eine große Neuerung, die sie hatten, waren, dass man sie mit Schilde einsetzen kann. Das, was ja in den vorigen Teilen eigentlich noch gefehlt hat. Dass man hier jetzt also auch die Chance hat, besser zu blocken und Angriffe damit zu unterbrechen. Ansonsten ist es sehr stark an Odyssey angelegt, das kann man sagen. Es fühlte sich aber allgemein sehr wuchtig und sehr gut an. Und die Kämpfe waren auch zum Teil ziemlich brutal gehalten. Also es gab auch durchaus fliegende Körperteile bei der ganzen Geschichte. Das sah auch alles sehr gut choreografiert und sehr gut aus. Also zum Zuschauen macht das auch einen richtig, richtig guten Eindruck. Man hatte richtig Lust, irgendwie mit einzusteigen. Und ich glaube auch, ja, ich sag mal, der Schwierigkeitsgrad ist nicht ohne. Gerade wenn man gegen die Bossgegner kämpft, da muss man sich schon ein bisschen Gedanken machen, oder? Richtig, also auch gerade bei dem Bossgegner, da gab es dann anscheinend auch eine zweite Phase, die ich gerade so geschafft habe, bis da reinzukommen. Dort muss ich mich auch wirklich anstrengen, um die zu besiegen. Es erinnert ein bisschen an die Jägerquests aus Odyssey. Ja. Oder auch die Quests, wo man gegen den Minotaurus oder ähnliches gekämpft hat, wo es auch da große Bossgegner gab, auch zum Teil mit verschiedenen Mechaniken. Ich denke mal, das ist da etwas vergleichbar in der Richtung. Okay, du hattest mir im Vorfeld noch gesagt, und das will ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen für diejenigen, die sich jetzt vielleicht wundern, im Hintergrund jetzt die Kämpfe sehen. Du hast quasi einen Tag vorher dir einen Controller gekauft, weil du vorher nicht wusstest, dass dieser Anspielevent nur mit Controller möglich war. Du spielst sonst nie mit Controller und insofern war das wahrscheinlich ein bisschen schwierig für dich, oder? Ja, das ist richtig. Ich bin eigentlich Maus- und Tastaturliebhaber und habe mir wirklich am Tag vorher oder 2 Tage vorher erfahren, dass ich einen Controller dafür brauche, habe mir am Tag vorher noch einen Controller geholt und habe dann noch etwas geübt, damit ich das halbwegs hinbekomme, wobei das dann halt doch eine kleinere Schwierigkeiten gab dann bei den Kämpfen. Thema Kampf sind wir auch ganz nah beim Thema Skillsystem. Du hast nicht viel Zeit in den Menüs gebracht. Wir hatten vorher darüber gesprochen, dass wir möglichst viel von der Welt sehen, aber ein bisschen hast du mitbekommen, wie funktioniert das Skillsystem jetzt auch im Vergleich zu den vorherigen Teilen? Also im Grunde genommen kriegt man im Skillsystem, man kriegt deutlich mehr Skillpunkte. Der Baum ist deutlich verzweigter. Allerdings die meisten dieser Punkte geben keine großen Boni. Wo in Odyssey zum Beispiel jeder einzelne Skillpunkt auch wirklich neue Fähigkeiten gebracht hat, das ist in diesem Skillsystem nicht so. Die Fähigkeiten gibt es nicht mehr über den Skillbaum, sondern man muss sie in der Welt finden. Über den Skillbaum kriegt man darum wieder Boni. Was ich ein bisschen das Problem am Skillbaum finde, ist, dass er zum einen sehr groß und sehr unübersichtlich ist und zum anderen sich erst mit der Zeit aufdeckt. Das heißt, es könnte eventuell schwierig werden, eine Skillung wirklich zu planen, weil man nicht genau weiß, wo der Baum eigentlich hingeht. Die eigentlichen neuen Kampffähigkeiten, das habe ich gesehen, die bekommt man über so Wissensbücher, die man findet in der Welt, die man dann lernen oder lesen und damit irgendwas lernen kann. Genau, also darüber findet man diese neuen Fähigkeiten, die man früher eben durch Skills bekommen hat und dadurch kann man die auch verbessern, indem man eben weitere Bücher findet, die dann diese Fähigkeiten ausbauen. Oder über den Skillbaum ist halt dagegen eher passive Boni. Was man ja vorher schon lesen konnte, dass sie an diesem ganzen Loot-System sehr viel geändert haben. In den vorherigen Teilen war es bei Assassin's Creed ja so, dass man immerzu Tausende, sage ich jetzt mal, neue Waffen findet in der Welt und immerzu irgendwie am Ausrüstungswechseln ist und die bessere Waffe aufnimmt. Das ist jetzt wohl komplett vorbei, oder? Also man findet durchaus noch Ausrüstungsgegenstände, aber massiv weniger wie früher. Das haben sie auch gesagt, das wollten sie so machen, dass man eben dieses dauernde Waffenkriegen, die man eigentlich gar nicht braucht, etwas runter reduzieren.
Wobei das halt dann wiederum die Frage aufwirft mit Belohnungssystemen, was es dann für Belohnungen eigentlich für die Quests oder für die Nebentätigkeiten gibt, wenn es denn keine neuen Gegenstände gibt. Das war auch nicht so ganz klar. Man soll ja wohl quasi dann immer dieselben Waffen oder die Waffen, die man sich gewöhnt hat, mit denen man kämpfen möchte, die behält man, aber man kann sie dann immerzu irgendwie aufleveln mit Rohstoffen, die man findet. Richtig, also man soll jetzt mehr weniger Waffen in der Richtung finden, sondern mehr Rohstoffe, mit denen man halt dann die Waffen, die man hat, verbessern kann. Und anscheinend soll man auch Rohstoffe finden für die Siedlung, die man dann bekommt, wobei dieser Part auch noch nicht in dem Moment enthalten war. Genau, das scheint, glaube ich, der eigentliche große Punkt dann beim Loot-System zu sein, dass du dort halt irgendwie so Wohlstandswaren oder sowas bekommst, mit denen du dann irgendwie die Siedlung ausbauen kannst. Das ist ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben und den gibt es auch nicht zu sehen. Den konnte man auch nicht testen. Aber das scheint ein relevanter Aspekt möglicherweise zu werden, dass die Wikinger dort eine eigene Siedlung aufbauen und dass man dort vielleicht immer mal wieder zurückkehren kann und das Ganze ausbauen kann. Also ich selbst kenne ja nicht alle Teile, aber es erinnert mich an diese kleine italienische Stadt in Teil 2. Hab den Namen vergessen. Da war es ja auch so, ne? Erwartest du Ähnliches oder stellst du dir da noch ein bisschen mehr drunter vor? Ich glaube, es gab im Black Flag auch einen kleinen Hafen, den man ausbauen konnte zusammen mit seinem Schiff. Nach dem, was sie bisher versprochen haben, klingt das nach mehr, wobei man das halt im Moment noch nicht sagen kann, weil wirklich gezeigt wurde noch nichts. Stichwort Schiff, wo du es jetzt gesagt hast. Es gibt natürlich, wieder, wir sind reden ja über Wikinger, es gibt Schiffe, aber es gibt wohl keine Seekämpfe, was ich auch völlig in Ordnung finde, weil das gab es historisch auch nicht. Es gab keine großen Seeschlachten der Wikinger. Die haben das ja als Transportschiff und dann als Landungsschiff genutzt. Aber das kann man ausgiebig tun. Man kann auf Flüssen fahren und Raids unternehmen. Und das muss ich sagen, das sah richtig cool aus. Es fühlt sich auch ziemlich cool an. Es hat auch viele schöne kleine Details, wie dass man seinen Skalden an Bord hat, der singt. Oder man sich dann auch Geschichten erzählen lassen könnte von der Crew. Oder dass, wenn man in Richtung Brücken fährt, dann legt die Crew den Mast um unter der Brücke durchzufahren und richtet ihn danach wieder auf. Also, das ist sehr schön. Man kann das sowohl automatisieren, dass man sagen kann: Okay, bring mich zu diesem Wegpunkt und das Schiff fährt von alleine praktisch. Oder man kann es von Hand steuern. Aber das macht sehr viel Spaß, damit die Flüsse zu erkunden. So richtig mit Schleichen ist da aber nicht. Das ist ja eigentlich, Assassin's Creed war ja mal eher so ein Stealth-Spiel, dass man möglichst unentdeckt Assassinentätigkeiten ausübt. Davon ist nicht mehr viel geblieben, oder? Also es funktioniert noch. Ich habe das auch in einem Banditenlager ausprobiert. Das lässt sich auch mit Schleichen durchaus noch arbeiten. Es ist sogar in meiner Meinung etwas schöner wie den Odyssey, weil die Klinge jetzt anscheinend wieder instant tödlich ist und keinen gewissen Schadenswert hat. Bei den Hauptschlachten oder auch bei der Story wird man dagegen direkt ins Kampfgeschehen reingeworfen und hat überhaupt keine Chance, in den Schleichmodus zu gehen. Dann lass uns vielleicht mal so eine Art Fazit ziehen, aus dem, was wir da gesehen haben und du, was du gespielt hast. Was sind so für dich die Stärken und die Schwächen oder was erhoffst du dir von dem Spiel? Also eine Stärke fand ich auf jeden Fall, wie die Open World aussieht. Die war wieder sehr schön gebaut. Auch, dass man, sie haben schöne Wert drauf, Detail draufgelegt, dass man hier sieht die Unterschiede, dass man alte römische Festungsmauern noch sieht, mit aber eher wikingerartigen Gebäuden darin und so. Das ist sehr schön gestaltet. Schwächen kann man sagen, ist noch die Frage, wie es mit Nebenquests aussieht. Also es gab abseits der Haupthandlung wenig Charaktere, die in Erinnerung geblieben sind oder die auch eigene kleinere Geschichten erzählt haben. Für mich zum Zuschauen ist, da würde ich mit dir übereinstimmen, diese Welt, das ist ja für Assassin's Creed ungewöhnlich, dieses nordeuropäische Setting. Darauf fahre ich total ab. Das ist schon sehr, sehr motivierend. Ich finde den Sound, die Musik richtig gut, also die man da in den Kämpfen gehört hat, so, das ist richtig atmosphärisch. Mein Eindruck war auch, dass die Kämpfe Spaß machen, also der ganze Action-Teil scheint gut zu sein. Wo ich wirklich noch ein bisschen skeptisch bin, ist bei diesem ganzen Thema Story und Hauptcharakter und wie interessant ist jetzt die Geschichte und wie gut ist sie geschrieben. Da gab es so ein paar Szenen, die zu sehen waren, wo er dann irgendwie eine Rede vor den Männern gehalten hat und das war alles ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich lame und 0815 so vom Storytelling her. Wahrscheinlich ist der Fokus des Spiels auch woanders. Vielleicht erwartet man da zu viel, aber immerhin, sie gehen ja stärker in den Rollenspielbereich. Da müssen sie dann auch ein bisschen an der Handlung was drehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Bastian, dass du mich vertreten hast und hier Rede und Antwort gestanden hast. Gerne doch. Es wird noch ein oder zwei Videos hier geben auf dem Kanal zu diesem
zu dieser Anspielmöglichkeit, denn ich werde versuchen, diese Hauptquest, von der wir jetzt geredet haben, noch ein bisschen zusammenzufassen, zusammenzuschneiden, dass ihr euch da noch einen Eindruck mitnehmen könnt und vielleicht zeige ich ja noch mal ein Raid jenseits der Hauptquest, den Bastian unternommen hat. Das ist, glaube ich, auch noch ganz interessant zum Zuschauen. Also, das wär's. Bis bald, macht's gut, euer Steinball.